Hallo und willkommen. So, der Arne ist gerade schon am Unterschreiben. Ich würde sagen, das steht dir gleich auch noch bevor, aber wir fangen einfach mal an, so ein bisschen das Spiel zu analysieren. Dann macht das Duschen, glaube ich, mehr Spaß mit so einem 2:0 im Rücken, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich und die ganze Mannschaft, wir sind total happy, dass wir das heute geschafft haben. Auf jeden Fall. War es laut gerade eben in der Kabine? Habt ihr so ein bisschen gesungen, getanzt? Wie ist es abgegangen? Lass mal so ein bisschen die Fans teilhaben an das, was so in euch vorgeht heute. Nein, zum Singen und Tanzen war uns noch nicht zumute. Das machen wir dann, falls wir es dann schaffen sollten, diese Saison. Das heben wir uns lieber auf und ja, die Spieler waren eher kaputt und müssen jetzt auch erstmal das verarbeiten. Ja, das ist auch eine neue Situation. Zweiter Sieg in Folge, das gab es noch nicht in dieser Saison. Wie hast du das Spiel gesehen? Analysier es mal kurz aus deiner Sicht. Ich habe gesehen, dass wir den Schwung vom Aalener Spiel mitgenommen haben, dass bei uns wirklich die erste Halbzeit eine Konsequenz zu sehen war, die wir bisher nicht so oft zeigen konnten. Leider gibt es dann halt auch in der zweiten Halbzeit so ein paar Situationen, wo man sich nochmal darüber unterhalten muss. Aber sonst, alles in allem, haben wir das Spiel schon gut im Griff gehabt, finde ich. Was hat euch der Trainer nach dem Spiel gesagt? Der Trainer hat uns nach dem Spiel natürlich gratuliert und auch gesagt, dass wir unser Spiel aber nochmal anschauen sollen. Und es muss halt noch weiter gearbeitet werden, es ist noch viel zu tun. Er hat auf der einen Seite, ich habe mir auch eben die Pressekonferenz mit übertragen, Lob ausgesprochen, aber auch gesagt, so ein paar Dinge nach dem 1:0 hättet ihr euch das Spiel nicht aus der Hand nehmen lassen sollen. Ihr seid dann wieder zurückgekommen, war so ein kleiner Hänger drin, aber ich denke mal, wichtig sind die drei Punkte, die heute eingefahren worden sind. Blick aufs Schlussprogramm. Es sind noch 7 Spiele. Nächste Woche geht es nach Duisburg. Die haben heute gegen Rostock verloren. Ich glaube, andersrum wäre es euch lieber gewesen, oder? Natürlich, ja. Uns wird es auch keiner einfach machen jetzt die nächsten Spiele. Das heißt, wir hoffen, dass wir natürlich die Serie fortsetzen können. Aber falls es irgendwie noch einen Rückschlag geben sollte, wir haben jetzt durch die 2 Spiele den Glauben an uns wieder richtig gefunden. Und ich denke, so lässt sich die letzten 7 Spiele richtig angehen und die Hoffnung ist wieder da. Ja. Letztlich zählt natürlich immer nur euer Spiel selbst. Ihr habt es selber in der Hand, wenn ihr weiter gewinnt. Aber auf der anderen Seite, man guckt natürlich auch schon so ein bisschen, was macht die Konkurrenz da unten im Tabellenkeller? Letzte Woche der Sieg von Frankfurt, heute der von Rostock. Ist es so ein bisschen was, was dann stört, dass irgendwie so ein kleiner Schönheitsfehler dann doch beim Spieltag am Ende hängen bleibt? Ja, das lässt sich nicht leugnen, dass man natürlich auch schaut, was die Konkurrenz macht. Nur das ist halt nicht so schmerzhaft, wenn wir es halt noch alles selber in der Hand haben. Dann brauchen wir nicht auf andere hoffen, sondern können auf uns schauen weiterhin. Die 2 Siege jetzt, du hast gesagt, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. War es eigentlich irgendwann mal fällig, dass du jetzt das Konzept vom neuen Trainer greifst? Oder wie würdest du sagen, erklärst du dir jetzt die Steigerung? Man sagt ja so schön, dass dass Arbeit irgendwann belohnt wird. Und wir haben, denke ich, konsequent gearbeitet. Und das war jetzt so eine kleine Belohnung erstmal. Aber wenn wir den Weg weitergehen, also ich denke, wir haben einen richtigen Weg eingeschlagen. Das hat man auch in den vorherigen Spielen gesehen, wo es vielleicht nicht ganz gepasst hat. Aber wenn wir den Weg weitergehen, warum sollte das nicht auch belohnt werden? Wir sind der 12. Mann. Da vorne sehen wir noch das Plakat, was ja alle mehr oder weniger in den Händen hatten, als ihr eingelaufen seid. Die Unterstützung der Zuschauer auf den Rängen, der Fans, wie wichtig war das im Spiel? Wie viel Kraft gibt einem das, wenn man merkt, Mensch, da tut sich heute wirklich was auf den Rängen? Ja, das ist eine tolle Aktion gewesen heute und das macht sich natürlich bemerkbar. Also nicht in jeder Situation hat man dann das Ohr bei den Fans, aber man merkt es schon insgesamt, die Grundstimmung, und die ist positiv und das gibt natürlich Kraft dann. Dann auch jetzt hier bei Dominik für euch die Gelegenheit, die ein oder andere Frage zu stellen. Wer möchte was von Dominik wissen? Muss nicht mit Fußball zu tun haben, können auch nach dem Lieblingsfilm fragen oder nach dem Lieblingseis. Handynummer weiß ich nicht, ob er die preisgeben möchte. Okay.
Die Fans sind heute wunschlos glücklich. Dann wünsche ich euch und der Mannschaft ein entspanntes Wochenende und viel Erfolg nächste Woche in Duisburg. Autogrammwünsche, wenn ihr jetzt gerade hier, möchtest du bitte noch unterschreiben? Die sind mir da vorne hingelegt worden. Hat der Andel den Kugelschreiber hier gelassen? Da unten liegt er. Ah, so. Dann sage ich nochmal Dankeschön, auch an den Dominik. Dankeschön an euch fürs Warten. Und wir sehen uns dann hier wieder am Ostersonntag im Heimspiel gegen Paderborn. Schönes Wochenende. Tschüss.